liebes Berlin, ich begrüße euch. Ich bin gerade auf dem Weg von einer Sitzung von Wien nach Salzburg und habe dort um 19 Uhr den nächsten Vortrag. Jetzt habe ich gestern euren Organisatoren zugesagt, ich kann, das Einzige, was ich anbieten kann, ist, dass ich aus dem Auto zu euch in 10 Minuten ein paar Worte richte. Ich finde es schade, dass ich nicht da sein kann, weil ich mit diesem 3. Oktober auch eine besondere Erinnerung verbinde. Denn schließlich war ich zum damaligen Zeitpunkt gerade so um die 20 Jahre alt, als sich Deutschland wieder vereint hat. Und das war ja ein großes Ereignis. Dem ist allerdings, und das habe ich das letzte im Juli zitiert, da drüben am Potsdamer Platz, ja 2 Jahre zuvor eine Aussage oder eine Forderung vorausgegangen, die ja von Ronald Reagan damals am Brandenburger Tor getätigt worden ist. Aber dieser 3. Oktober, das ist ein besonderer Tag. Warum ist das ein besonderer Tag? Im Zusammenhang mit heute. Es ist deswegen ein besonderer Tag, weil wir heute ein Vierteljahrhundert danach möglicherweise in der Situation sind, dass wir uns als Europa dieselbe Frage stellen müssen, die sich die DDR vor 25 Jahren stellen musste. Nämlich, ob es sich einem diktatorischen Regime unterworfen hat, ohne es jahrzehntelang zu wissen oder es zu begreifen. Für mich besteht heute, 25 Jahre danach, die Gewissheit fest, dass nicht nur die ehemalige DDR, nicht nur Berlin, sondern ganz Deutschland vor der Frage steht, ob es sich einem Regime unterworfen hat, oder ob es Mitglied eines Regimes ist, das andere unterwirft. Diese Frage ist für mich deswegen wichtig, weil, hallo, da redet jemand hinein. Diese Frage ist für mich deswegen wichtig, weil ich ja, wenn ich jetzt die aktuellen Ereignisse von der Ukraine oder von Palästina oder von wo auch immer hernehme, muss ich mir ja die Frage stellen. Wenn sich die Ukraine als souveräner Staat betrachtet und wir sind bereit, diese souveränen Staaten zu unterstützen und in ihren Unabhängigkeitsbestrebungen, in ihren Freiheitsbestrebungen zu fördern, ihnen Beistand zu leisten, dann stelle ich mir eine Frage, wer würde uns Beistand leisten? Wer würde uns fördern und wer würde uns unterstützen, wenn wir morgen sagen würden, wir treten aus diesem Diktat, dieses Regimes, aus der Wall Street aus? Wer würde uns Beistand leisten? Wenn wir hier gewinnen... Genau das ist es, genau das ist es. Und deswegen ist für mich dieser 3. Oktober ein großer Tag, weil die Frage ist, wie viele Deutsche begreifen, dass sie eigentlich gar nicht die sind, die unterwerfen und das auch gar nicht sein sollten, sondern dass sie mitunter vorwiegend die sind, die sich unterworfen haben. Also wir müssen uns nicht nur die Frage stellen, ob wir die Unterwerfenden sind oder die Unterworfenen. Wir müssen beides in Zukunft in die Vergangenheit verbannen. Denn es kann nicht sein, dass wir mit dieser Doppelmoral arbeiten und sagen, naja, wir müssen alle Länder unterstützen, die Separationsbestrebungen haben, die sich für unabhängig erklären wollen. Aber selbst sind wir dazu weder in der Lage, noch könnten wir andere dazu motivieren. Also ich glaube eines. Sollte es so sein, und jetzt nehmen wir den Fall einmal hypothetisch an, ja, dass sich Deutschland wieder für unabhängig erklärt, als souveräner Staat. Was würde dann Amerika tun? Wie würde die Wall Street reagieren? Wie würde der IWF reagieren? Wie würde Brüssel reagieren? Ja? Daraus schließe ich, dass offenbar die Stabilität der eigentlich transatlantischen
atlantischen Welt, und dazu zähle ich jetzt Australien, Neuseeland, Kanada, Amerika und eben Europa dazu, insbesondere Kontinentaleuropa, dass offenbar dieses kleine Deutschland, ja, die Stütze und die Säule von einem System ist, das sich unmoralisch verhält, das korrupt ist, das Krieg führt, das Steuern einhebt und die Leute ausbeutet und in eine Sklavenschaft führt. Ich kann euch erzählen, ich hatte vor ca. 14 Tagen mit einem sehr hochrangigen Juristen, der in Österreich Professor ist und auch 27 Titel hat, das ist bei uns doch wichtig, aber sehr anerkannt, ein Gespräch geführt, in dem ich ihm gegenüber den Herrn Zappel zitiert habe. Der ist vielleicht bei euch noch einigen ein Begriff. Man nannte ihn den Weltmeister. Das war einer der besseren österreichischen Trainer. Und der hat ja mal gesagt, na, mit braunen Strich in der Hosen kann man nicht Fußball spielen. Und da hat er recht, weil mit braunen Strich kann man nicht Weltmeister werden in der Hosen. Und als ich mit diesem Professor dieses Gespräch geführt habe, hat er 3 Tage später eine Aussendung gemacht, wo er an die Regierung von Österreich, Bundeskanzler, Finanzminister, Wirtschaftsminister, Außenminister, quasi die Aussage, also wörtlich, wenn ich ihn jetzt wörtlich zitiere, hat er gesagt, und ich erinnere an die apokalyptische Aussage, dass die Feigen bei dem Weltgericht noch vor den Untätern zur Rechenschaft gezogen werden. Und das hat mich an den Happel erinnert, weil als ich mit dem Professor 3 Tage vorher darüber gesprochen habe, da hat er mir erzählt, dass er für einen EU-Haus Kontakt hat mit vielen Leuten und auch politischen Parteien. Ich habe das letzte Mal bei einem Vortrag die Frage gestellt, na, wie groß wäre denn jetzt beispielsweise ein Staatenbund, der sich aus der EU und aus dem Diktat des IWF von Brüssel, der Bilderberger und der Wall Street befreien wollen würde. Wir sind auf eine relativ große Fläche gekommen. Ich habe allerdings nur Bayern dazu gezählt. Wenn ich in Zukunft Berlin oder Hessen oder Baden-Württemberg dazu zählen kann oder Preußen oder wie auch immer, dann würde ich mich freuen, weil eine neue Unabhängigkeitserklärung wäre 240 Jahre nach dem George Washington und dem Thomas Jefferson etwas, was Deutschland brauchen würde. Wo immer ich es dabei helfen kann, werde ich das machen, weil letztlich muss man eines begreifen, wenn wir heute Kinofilme schauen und darüber lachen, wie die Menschen vor 400-500 Jahren ihre Steuern durch Getreidesäcke, durch Apfelernten, durch Fleisch oder sonstige Dinge bezahlt haben, wir tun heute nichts anderes. Wir liefern die Hälfte unserer jährlichen Arbeitsleistungen an die Mächtigen da oben ab. Und die missbrauchen es. Die missbrauchen auch unser Vertrauen. Das heißt, Besatzungsmacht. In dem Sinne haben wir eine nicht nur, die uns militärisch unterdrückt, und in dem Fall jetzt das Pentagon und auch die NATO, sondern letztlich auch eine Regierung, die ja da mitspielt. Weil es gibt ja keine andere Erklärung dafür, dass man solche Verträge wie einen ESM-Rettungsschirm unterschreibt, den der Professor Schachtschneider ja in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgerichtshof erfolgreich bekämpft, bis jetzt. Es kann ja nicht sein, dass diese Leute solche Idioten sind, dass sie uns, das Volk und damit vor allem die fleißigen Völker, und dazu zähle ich Deutschland an allererster Stelle, die Österreicher sind auch nicht die Faulsten, sage ich jetzt einmal, aber letztlich deutet man uns aus und die spielen aber mit, was natürlich die Frage aufwirft, ob die ja auch da regelmäßig zu diesen Bilderberger Sitzungen kommen, ob diese Leute einen Verrat am Volk üben und ob sie uns als Europa, als diese, und ich bezeichne sie noch so, weil wir sind eine sehr attraktive Lady, auch wenn wir alt sind und mit längere Geschichte haben als Amerika, aber die Amerikaner haben sich deutsches Know-how nach dem Weltkrieg geholt und sie haben in den letzten 50 Jahren im Pentagon, im CIA, im NSA aus diesem deutschen Know-how einen Totalstaat errichtet, der sogar in den eigenen Bundesstaaten schon zu sehr starken Protesten führt, aber sie unterdrücken und sie unterwerfen Europa.
als Lady. Und das ist etwas, wovon ich glaube, dass wir dagegen etwas unternehmen müssten. Ich habe mir vorgenommen, ich bin auch im Gespräch mit anderen, dass wir in Wien im Dezember anlässlich der globalen Friedensmahnwache ca. 40.000 Leute mobilisieren. 25.000 habe ich schon zugesagt bekommen von politischen Parteien, mit denen ich zusammenarbeite. Aber ich wollte in Wien, hat noch keine Zusage, ja das hoffe ich, ich habe jetzt noch, nicht von mir aus hat noch keine Zusage gemacht, aber ich wollte in Wien den Peace Flash wiederholen, nur mit 40, 50.000, das wäre wunderschön und von dort weg, glaube ich, wäre es auch gut, eine Latte zu legen, weil ich glaube, wir könnten in Berlin auch irgendwann einmal 100.000 mobilisieren, um der breiten Öffentlichkeit und dem Mainstream zu zeigen, dass wir Frieden brauchen, dass wir nicht nur drüber reden sollen und sagen sollen, wir helfen denen und schicken unsere eigenen Leute rüber, ja? Letztlich aber nur Vorwände haben, aber selbst braune Striche in der Hose haben und uns nicht trauen, uns gegen ein Regime zur Wehr zu setzen, das uns unterdrückt und ausbeutet. In diesem Sinne, liebes Berlin, möchte ich mit einem Satz enden, den hat der Ludwig Wittgenstein einmal gesagt, einer der größten Philosophen für mich, weil ein glasklarer Denker war, hat gesagt, die Welt ist alles, was der Fall sein kann. Es war zwar noch nie da, aber Amerika kann noch rund 200 Jahren Krieg, das sie geführt haben, und 17 Jahren Frieden aus ihrer gesamten Dauer und Geschichte heraus sagen, dass es an der Zeit wäre, einen Weltfrieden zu errichten. Und das kann auch der Fall sein. Und wenn wir von Berlin aus eine große Bewegung in Gang setzen, dann können wir das schaffen. Danke. Okay, alles klar, freue mich. Schickt mir noch eine Mitteilung darüber, gell? Gut, schönen Abend, tschüss Berlin!